für einen guten Mittag. Da ist wieder die Ruth Aschewe, dein Coach für mehr Lebensqualität. Heute möchte ich dich mal fragen, was bist du dir wert? Und wenn du jetzt dranbleiben möchtest, vielleicht bist du sogar ein Vorgesetzter, dann ist ja immer so das allgemeine Thema Wertschätzung. Aber wenn man nicht bei sich selbst anfängt, mal morgen in den Spiegel guckt und sagt, was bin ich mir wert? Wo fängt Wertschätzung an? Wo hört sie auf? Wo wird es falsch verstanden? Oder vielleicht bist es einfach du, der dich selbst nicht wertschätzt. Im Allgemeinen redet man immer vom Büro, vom Geschäft. Wir bekommen keine Wertschätzung, wir bekommen nur den Lohn. Was fehlt? Wenn es fehlt an der, wie sagen wir mal, an der Zwischenmenschlichkeit. Du kommst morgens und keiner merkt, dass du da bist. Es wird nicht begrüßt. Der Umgang ist harzig. Es ist so, du bist hier, du hast diese Arbeit zu tun, warum stehst du noch nicht da, warum machst du das? Der respektvolle Umgang miteinander ist ein Teil der Wertschätzung. Wenn jemand reinkommt und du merkst, die Energien, die haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, Energien, die von jemandem ausgehen. Mein Anwalt hat mal zu mir gesagt, was glaubst du wohl, entscheidet der Richter? Wenn er gestern Streit hatte mit seiner Frau, ist er dann vielleicht mehr für den Mann oder mehr für die Frau? Und so ist es ein bisschen zu spüren, wenn irgendetwas ist. Aber das Spüren alleine fängt bei dir erstmal an, bevor du das dem anderen mitteilen kannst, deine Wünsche äußern kannst, klar äußern kannst. Also was bist du dir wert? Nicht in Münzen, sondern wie behandelst du dich selbst? Ist deine Wertschätzung an dich, dass du täglich zur Arbeit stresst, genau das macht, was da im Vertrag drinnen steht und Ende Monat den Lohn bekommst? Oder nimmst du dir Zeit für dich? Zeit für dich, auch Geld für dich, dass du dich gut ernährst. Davon hatten wir auch schon mal, was das alles ausmacht, wenn man sich eben nicht gut ernährt, wenn man Heißhunger bekommt. Wie schätzt du deinen Körper? Wie schätzt du deine ganze Umgebung ein? Kannst du dir da eine Ecke rausnehmen und sagen, das ist meine Zeit? Da möchte ich gerne für mich einfach sein und sinnieren, träumen, was immer. Was wertschätzt du an dir? Bist du dir wert genug? Oder hast du immer diese, nein, das mag ich nicht und das kann ich nicht oder das habe ich schon probiert, das geht sowieso nicht, keiner mag mich. Und dann gehst du nachher Frust shoppen, durch den Laden brausen und so alles einkaufen, was da so ist. Oder bist du derjenige, der dann eben nachher nach der Arbeit eins trinken geht? Oder einmal im Jahr zum Friseur, mal in die Massage. Ist das so ziemlich alles, was du dir gönnst? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass nur wer sich selber liebt, sich selbst wert ist, auch wertgeschätzt wird? Weil es ist auch eine Energie. Und eine Wertschätzung heißt auch Zeit für dich nehmen. Und zwar klare Zeit für dich nehmen. Und die Zeit, die kann sein, wann immer du möchtest, dass du zum Beispiel auch dir rausnimmst und sagst, okay, ich möchte einmal im Jahr ein paar Tage alleine was tun. Einfach nur für mich. Ich möchte mich pflegen, ich möchte mich rundum von innen, außen, oben, von allen Seiten gut behandeln. Weil, wenn du ganz genau weißt, was du willst, wie einzigartig du bist, wenn du dir wirklich die Frage stellst, was kann ich besonders gut? Und tue ich das dann auch? Vielleicht nicht so. Vielleicht bist du wirklich irgendwo festgefahren, kannst dich selbst nicht mehr schätzen. Schätzen, was du wert bist. Dich selbst. Was möchtest du den ganzen Tag tun, was wirklich Spaß macht? Du kannst auch deine Gedanken einfach mal freien Lauf lassen. Und
weggehen von diesem Werten und Bewerten. Und das Bewerten und Bewerten, das ist ja nicht, dass das negativ grundsätzlich, aber wenn man was Schlechtes wahrnimmt, dass das negativ sein muss. Es sind deine Energien. Und die Wertschätzung in einem Betrieb, da könnten wir wahrscheinlich Tage darüber reden. Schreibt mir doch mal bitte, was der Wunsch wäre bei euch. Zum Beispiel eine Kita im Geschäft, zum Beispiel, dass man sich die Anzüge da abgeben kann und wieder abholen von der chemischen Reinigung, dass man zum Beispiel andere Sachen kocht im Personalrestaurant, dass ihr eine Raucherecke habt, wo man auch sich unterhalten kann und vielleicht irgendein Filter, damit das nicht so stinkt. Was wäre eine Wertschätzung von der Firma? Oder reicht das für euch, wenn ihr einmal im Jahr vielleicht zu einem Weihnachtsessen eingeladen werdet? Was wäre die Wertschätzung, die ihr erwartet? Voraussetzung, du wertschätzt dich selbst. Ja? Was ist die Wertschätzung, die ihr von der Firma nebst dem Lohn oder dem Gehalt, den ihr bekommt? Ist es Wertschätzung der Arbeit, im Fest, Essen? Wie ist dann mit der Zeit? Nimmt sich jemals irgendjemand Zeit, wenn jemand ein Problem hat und hört ihm einfach mal zu und nicht nur diese Floskel, wie geht es dir? Und der andere sagt, Gott lob und Dank, gut, und geht dann weiter, dann ist das Ganze beendet. Ja, es ist so. Wenn es jemandem nicht so gut geht, reicht ein Satz nicht. Und die meisten Menschen sagen nichts genau aus diesem Grund. Also ist das eine Wertschätzung? Ist das ein Umgang miteinander? Ist das das Glücklichsein, das du gerne möchtest? Und jetzt ganz zurückgenommen zu dir. Was kannst du heute tun, um dich wertzuschätzen? Und dein nächstes Vis-à-vis, das dir begegnet. Ich wünsche dir einen ganz wertvollen Tag und bitte dich, gib mir einen Daumen nach oben, schreibe mir etwas rein, was du dir wünschst, damit dieses Video auch von mehreren Leuten gesehen werden kann, dass man es findet. Hier war wieder die Ruth Achelier Foser, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und ich hoffe, ich höre von euch. Ich würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Tschüss.